Ubisoft. Und damit herzlich willkommen bei Anno 1800. Ach ja, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss zugeben, ja, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten ja die Anno Closed Beta schon auf dem Kanal. Die Anno Open Beta hat man 12 Stunden Marathon im Livestream. Und Anno 1800, ich muss es nochmal erwähnen, ist zu meiner Schande gestanden mein allererstes Anno, das ich jemals gespielt habe. Und das macht es so schlimm, aber gleichzeitig auch wieder so gut. Weil es macht halt wirklich, wirklich süchtig. Man kann einfach nicht aufhören. Ich habe dann zwischendurch sogar nochmal Anno 1404 im Stream gespielt, weil ich das auch mal austesten wollte. Das war auch großartig. Und Anno 1800 räumt ja überall momentan nur Lob ab und ich verstehe warum. So, ich klicke mal ganz kurz mit dem Spiel zu beginnen. Ja, und da wir bei Tropico ja momentan ein bisschen die Landunterschwierigkeiten haben, ich hoffe, da wird es eine Lösung für geben, dann machen wir halt mal ein kleines Ründchen Anno. Und wenn ich klein sage, es könnte ein bisschen dauern. Und seit langer Zeit mal wieder wird Anno 1800 ein Spiel sein, wo ich ausnahmsweise, ja, normalerweise müsste ich jetzt sofort loslegen mit Städtebau, aber ich lege ausnahmsweise mal los mit den Credits. Ja, das mag jetzt mal verschrecken, aber es hat schon seinen Grund. Pass auf, ich drücke mal ganz kurz drauf, weil ich weiß nicht, wie viele Leute die schon gezeigt haben, aber auch selbst die Credits sind großartig gestaltet und das ganze Spiel ist so voller Details, so voller Liebe. Wir kommen da gleich zu und so voller Brammen übrigens auch, da kommen wir auch später zu. Aber jetzt erstmal ganz kurz eben die Credits, einfach nur mal, um es gezeigt zu haben. Warte, jetzt hier. Bentes Böxle. Oh, sieh an, da ist ja jemand. Natürlich ist da jemand. Ich hab dir doch gesagt, dass wir spät dran sind. Wie siehst du eigentlich aus? Sind wir hier nicht gerendert? Nein, leider nur 2D. Das ganze Notbudget ist doch für die Extraverse der Anno-Union draufgegangen. So ein Mist. Ich habe ja gleich gesagt, das mit dieser Union ist die totale Schnapsidee. Wegen denen schauen wir aus wie der letzte Dreck. Was jetzt, Tanja? Alles absagen? Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Wir ziehen das durch. Und nenn mich bitte nicht Tanja. Bleib in der Rolle. Im Spiel heiße ich Bente. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Generalprobe von Die Jorgensens, das Musical. Ach, doch nicht Anno 1800, das Musical? Nee, ich habe noch die ein oder andere Kleinigkeit am Libretto optimiert gestern Abend. Ich weiß nicht, ob Ihre Majestät das gutheißen wird. Eventuell sollten wir deine Entwürfe erstmal bei einem Tee im Palast besprechen und dann... Und dann was, alter Mann? Ganz ehrlich? Die Anno-Reihe hat ihre besten Momente hinter sich. Die Jorgensens hingegen sind der aufgehende Stern am Strategiehimmel. Man munkelt, Ubisoft plane bereits eine ganz neue Spielserie. Mit mir in der Hauptrolle. Wie auch immer, Tanja, lass uns jetzt bitte... Wie oft denn noch? Du sollst mich Bente nennen. Bente, nicht Tanja. Verdammt nochmal. Wie seht ihr beide denn aus? Genauso platt wie du. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir kein rosa Tütü anhaben. Ach das, trage ich privat sehr gern. Aber wir sind hier nicht privat. Du bist hier als Anno KI. Karl Leonard von Malching, der missgünstige, verbitterte Großindustrielle. Papalapap, jetzt rede doch nicht so verkrampft daher. Und woher willst du überhaupt wissen, dass ich das Tütü nicht schon die ganze Zeit über anhabe? Man sieht uns im Spiel eh immer nur als Büste. Ach, zu viel Information. Was hat denn plötzlich jeder gegen mein Tütü? Haltet euch besser mal zurück. Ich bekenne hiermit feierlich. Ich trage ein Tütü. Was ist von das? Abends spät bis morgens früh. Ich trage ein Tütü. Ich trage ein Tütü. Ja, dem Himmel sei Dank. Von mir aus meidet mich, doch seht, es kleidet mich und es macht so schön schlank. Ich trage ein Tütü, auch wenn ich das Klischee nicht erfülle. So gilt doch erscheinlich, trage ich sicherlich untenrum etwas mit Tüll.
trage ein Tütü. So gebt euch doch wenigstens Mühe, mal in euch zu gehen und zu verstehen. Ich trage ein Tütü. Ruhe jetzt! Nein, ich schweige nicht, denn jetzt kommt alles ans Licht. Ob im Ladeschirm, im Kontor oder im Handelsmenü, ich trag stets Tütü. Ich denke, wir haben es verstanden. Fein, dann können wir ja anfangen. Einen Moment bitte. Ihre Majestät ist noch nicht eingetroffen. Ich wusste gar nicht, dass die Königin mit dabei ist. Ich dachte, die Hexe hätten wir gestrichen. Haben wir auch. Aber wenn Archie Majestät sagt, meint er... Mich! Ach, du grüne Neune! Du sagst es, Wurm. Knie nieder vor dem einzig wahren Anno-Gott. Genug der Fremdscham, erhebt euch, Sterbliche! Nun, welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen in eurem kleinen Possenspiel? Um ehrlich zu sein, gar keine, Majestät. Wir hätten niemals zu hoffen gewagt, dass ihr euch mit derartiger Profanität beschäftigen würdet. Eure Versuche, mich einzuwickeln, sind nutzlos. Ich gehe jetzt eine Runde 1404 zocken. Wenn ich wiederkomme, ist das hier Quersumme 9, das Musical? Oder ihr werdet meinen göttlichen Zorn zu spüren bekommen. Da seid ihr ja. Und ich dachte schon, ihr hättet ohne mich angefangen. Wer, besser was, bist du? Na, euer alter Kumpel Nathaniel. Erkennt ihr mich nicht? Ehrlich gesagt, nein. Bis eben dachte ich noch, wir sehen beschissen aus. Es tut mir leid, Nate, aber in diesem Zustand kannst du unmöglich dabei sein. Das könnt ihr mir nicht antun. Ihr wisst, wie sehr ich Musicals liebe. Es ist ja nichts Persönliches, Kumpel, aber du siehst echt übel aus. Ja, ja. Mich hat ein Praktikant gemalt und der... war schlecht bezahlt. Ja, ja. Ich habe kein Gesicht, so richtig fertig bin ich nicht. Ja, ja. Mich hat ein Praktikant gemacht, das Team hat nur gelacht. Ja, ja. Für Farbe hat es nicht gereicht. Stellt euch vor, die Sonne hält mich ausgebleicht. Ach, bin ich wieder schuld? Bitte sagt, bin ich dabei? Mein Herz reißt sonst entzwei. Wenn ich nicht singen kann, tja, was mach ich dann? Kommt schon, schlagt ein. Nein, nein. Nee, wirklich nicht. Ja, ja. Ich
Ich hab es kommen sehen, es wird Zeit für mich zu gehen. Meine Mutter, sie war ein Skizzenblock, selbst für sie war ich ein Schock. Ein Jammer, dass er es so schwer nimmt. Er findet Anno nun mal öde und hatte sich echt auf das Musical gefreut. Das Spiel ist aber auch lahm. Meistens bin ich schon lange eingenickt, bevor der Erste meine Insel entdeckt hat. Wem sagst du das? Zieht sich endlos hin, so ein Anno-Abend. Zum Glück spulen die meisten vor. Wenn mein Schiff wieder ewig braucht, mich das lange Warten schlaucht, dann spul ich vor. Dann spult er einfach vor. Ist mein Warenlager leer und mir fällt zu warten schwer, dann spul ich vor. Dann spult er vor. Wartet ihr auch auf Holz, vergesst den falschen Stolz und spult vor. Spult einfach vor. All die anderen geben auf, denn wir spielen im Schnelldurchlauf. Wir spulen vor. Sie spulen vor. Wir spulen. Wartet mal, da passt was nicht. Das Licht müsste irgendwie anders sein. Die Sonne müsste... Was müsste ich? Na raus mit der Sprache. Was ist es diesmal? Soll ich ein bisschen tiefer am Himmel hängen? Soll ich mich mit euch drehen? Ey, wenn ich's einmal ins Spiel schaffe, ohne dass ständig jemand an mir rummosert, dann mache ich 3 Kreuze hier. Na kommt schon, ihr Leuchten. Spendiert mir doch wie jedes Mal einen Eintrag im Optionsmenü dieser Müllhalde für halbgare Features. Oder noch besser, wie wär's mit einem Tag-Nacht-Wechsel, hä? Kann ich meinen Stuhl wieder alle 5 Minuten für diesen gammligen Käse räumen? Hat mich jemand gerufen? Leute, früher hat sowas doch auch nicht gebraucht. Da war die Welt 2D. Da waren wir alle froh, dass wir überhaupt was sehen konnten. Ich glaube, die Sonne hat ein Burnout. Wo bleibt der Notarzt? Wählt eure Flagge! Was soll das jetzt werden? Kennst du nicht? Kein Witz, so sahen wir Anno 1602 aus. Kein Gesicht? Nichts, nur eine Farbe? Ey, der kann nicht mitspielen. Du kannst nicht mitspielen. Du bist Spielerblau. Was ist, weiß niemand genau. Kein Name, kein Gesicht, dein Wesen ist uns viel zu schlicht. Ganz genau, viel zu viel Blau. Spieler Blau hat euch den Krieg erklärt. Langsam wird's echt lächerlich. Hat jemand ein Feuerzeug? Ein Feuer ist ausgebrochen! Schnauze! Eure Siedlung geht in Flammen auf! Verdammter Mist! Oh, Graus! Oh, Weh! Hier ist alles aus Papier! Oh, Graus! Oh weh, wer hatte diese Schnapsidee? Alles brennt, die Luft wird knapp. Geben wir den Löffel ab. Alles brennt, selbst mein Tütü. Zum Sterben ist es noch viel zu früh. Alles brennt, alles raucht. Wo sind die ganzen Koder hin? Wenn man sie mal braucht. Die Moral von der Geschichte ist schlicht. Ohne mich.
geht es nicht. Wir sehen uns. Anno 1305. Ja, da schalte ich mich gleich mal wieder ein. Ich glaube, es fängt von vorne an. Ja, oder? Ich glaube. Oh, sieh an, da ist ja jemand. Tschüss. So, ja, habe ich einfach mal mit den Credits angefangen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich glaube, ja, weil das jetzt doch so lange ging, ich wusste das gar nicht. Ich habe jetzt nur den Anfang gesehen und dachte, oh, das musst du mit aufnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass die dann anfangen zu singen und alles. Wie geil war das denn bitte? Na nü? Ja, dann würde ich sagen, ich mache das hier als Folge 0. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder und dann geht's los mit Anno 1800. Bis bald.